Rocking all over the world. Peter Kraus ist heute mein Gast. War eigentlich von Anfang an Rock'n'Roll für dich das Thema, also Rock'n'Roll oder gar nichts? Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja im Grunde genommen aufgewachsen mit amerikanischer Musik. Also Swing mehr oder so? Swing mehr. Bei mir ist es so, ich kam eigentlich, meine Idole waren Sammy Davis Jr. Also einer, der tanzen kann, Sinatra, der singen kann, genau, der spielen Sinatra, kann. Sammy Davis, Dean Martin, und das kam so. Mein Red Vater Pack. Ist, also nach dem Krieg, da war ich 10, ist der, hat Schauspielerei gemacht und ist nachts noch aufgetreten in einer, ja, in einer Ami-Bar. Und der musste, obwohl er kein Englisch sprach, musste er also die amerikanischen Songs für die lernen. Und nachdem wir nur eine sehr kleine Wohnung hatten, habe ich das immer eigentlich mitgelernt. Also ich kann heute noch die Texte von Sinatra-Nummern auswendig. Ja? Und deshalb bin ich eigentlich total mit amerikanischer Musik aufgewachsen, mhm, und bin auch dabei geblieben. Und dann mit 11 Jahren hat er dann gesagt, du musst Gitarre oder willst Gitarre lernen. Er spielt ja auch Gitarre. Und dann habe ich einen Jazz-Gitarristen bekommen, der nagelt immer den Kopf voll mit Jazz-Harmonien, mhm, und kompliziert. Und dann war er eigentlich aber immer auf dem Trip mit Musikfilmen, Gene Kelly, okay, die Richtung, was weiß, ja, Fred Astaire, verstehe, und das war so mein großes Traum. Aber es war immer nur Amerika. Und plötzlich kam dann aus Amerika so im AFN in München in der Nacht, hörte man so die ersten Rock'n'Roll-Nummern, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, 3 Harmonien nur. Ja, muss ich ja, ja, das war damals, ja, einfach noch. Ja, CFGC. Ja. Und, ja, und dann war ich einfach Rock'n'Roll besessen, und dann, ja, hatte ich Freunde im AFN, da bin ich dann nach der Schule hingefahren, und das war sehr lustig, die haben mir das, die waren ja wahnsinnig nett. Mhm. Dann hat mir mein Vater ein Tonbandgerät gekauft, und Les Paul war damals, ich weiß, genau, nicht, Les Paul muss Les man erklären. Paul Gitarre, ja, natürlich. Les schnell. Paul, der, ja, war der erste Mann, der also alleine Gitarre gespielt hat, so oft mit Überspielen von Tonband auf Tonband und Tonband, und mein Vater hatte auch ein Tonband, und dann habe ich angefangen, Les Paul zu machen. Und dann, wie gesagt, im AFN, die waren nett, die haben mir das überspielt auf Tonband. Dann hatte ich meine Tonbänder schon mit den ersten Rock'n'Roll-Bändern. Das war also Bebopalula von Gene Vincent. Gene, ja, Vincent, richtig, und Blue Caps und, mhm, so. Da war das ja überhaupt noch nicht bekannt. Und plötzlich war ich in der Rock'n'Roll-Geschichte drin. Und, aber der Grund war eigentlich, dass die Musik, was die Musik ja erfüllen sollte, aha, einfach war, simpel aus dem, aha, Bauch raus, einfacher als das ganze Gershwin-Zeug zuvor. Direkt ins Herz, ja. Aber, ja, aufgewachsen, also meine erste Musik war reine amerikanische, große, schwer, also Swing, Big Band. Ja. Big Band, schwer, okay, viel Musik. Ja, also keine schlechte Situation, nein, zu starten, musikalisch zu starten. Klar. Und naja, der Rock war ja natürlich nicht nur rebellische Musik, sondern der war ja auch sehr körperbetont und sehr physisch. Ja. Ja. Erstmalig, ja, hat dann jemand mit dem Körperteilen so viel geschwungen und sich bewegt, dass es teilweise, Elvis, ja, wurde ja teilweise nur, ja, bis, ja, zur Hüfte gezeigt, unten drunter, das war zu viel, das war schon erotisch und sexuell. Ja, Elvis the Pelvis. Deine Eltern, was haben die gesagt zu der Entscheidung, Papi, ich will Musik machen? Oder war es der Papi, der gesagt, nee, hat? Nee, das war nicht mein Vater, aber er war ein Befürworter. Okay. Also als ich auf die Idee kam und sagte, du, das müsste man Rock'n'Roll, das müsste doch in Deutschland, also mit Deutsch auch gehen, war ja Feuer und Flamme. Aber mein Vater war, ja, ähnlich wie ich, einer, der immer, den konntest du schnell überzeugen. Aha. Und der hat das schnell ausprobiert. Meine Mutter war natürlich dagegen, das ist klar. Ehrlich? Die hat gesagt, du zeichnest so toll und du... Ich habe Autos gezeichnet und wollte eigentlich Autodesigner werden. Okay. Und dann hat sie gesagt, naja, du musst was einen Architekturberuf machen oder irgendein Zeichnen und so. Die war natürlich dagegen, aber mein Vater war Feuer und Flamme.